Oh, Alter. Die fährt sich ja voll geil. Jo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Rob Nation Kanal. Ich fahre heute in eine RC390 von der guten Sarah. Geil. Ich hock mich drauf. Ersten Meter. Und ich bin ohne Witz begeistert. Das ist bis jetzt die angenehmste Sitzposition für eine Supersportler, auf der ich jemals umgesessen bin bis jetzt. Krass, man hockt echt angenehm oben. Ich sehe in den Spiegeln absolut nichts. Alter, ich sehe in den Spiegeln absolut nichts. Man fühlt sich richtig geil auf der Maschine. Leute, es hat auch hier so ein Grifffach, dass man sich so chillig hier festhalten kann. Oder auch die Beifahrer vielleicht. Ich habe absolut keine Ahnung, für was es da ist. Alter, gefällt mir richtig gut. Also die RC390. Geil. Ich kann ja nochmal einen Gang runterschalten. Ich beschleunige mal von 50 und los. Oh, 100, ja krass. Alter, die schiebt ja übelst an. Auf jeden Fall besser als damals die 701 R2. Irgendwie kommt mir die kraftvoller vor. Kurzer Check, wie sie aussieht. Aber ich glaube, jeder, der ein Motorradliebhaber ist, weiß, wie eine RC aussieht. Vor allem die 390er oder so. Aber Alter, der Sitz ist... Man spürt bei höheren Drehzahlen, spürt man auf jeden Fall die Vibration. Ist mir schon mal aufgefallen. Geil finde ich einfach, der Sitz der Sozius ist einfach so Hammer. Ich finde die Optik, es muss einem gefallen, aber der Entenschnabel vorne, Porno, also mir gefällt die richtig gut, richtig gut. Ja, vom Anspruchverhalten her war die echt jetzt auch ganz geil. Wir können uns ja mal noch den Sound anhören, kurz. Der ist standardmäßig ein originaler Auspuff, aber ich finde, aber ich weiß nicht, ob der daran was verändert hat. Aber ich weiß nicht wieso, aber die klingt voll laut. Ich check's nicht, warum die so gut klingt. Echt gut. Wundert mich. Aber ja. Jo. Ja, Sportler sind trotzdem nicht so ganz meine Welt, aber... Jetzt können wir ja nochmal gucken, wie sie läuft. Wenn man in den Spiegeln was sehen will, muss man wirklich so tief runtergehen. Aber man hockt hier echt geil oben. Alter, das ist so eine geile Maschine. Hey, ohne Witz. Ich kann die nur wärmstens empfehlen. Wie geil sieht die aus, bitte, wenn man oben hockt. Ja, ich kann nicht mehr dazu sagen, Leute. Ich hoffe, man hört mich überhaupt bei dem Windgeräuschen hier. Es windet halt heftig und es ist so kalt. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Oh Gott. Ja, ich fahre jetzt auf jeden Fall wieder. Ja, ich fahre jetzt auf jeden Fall wieder Richtung Heimat gleich. Und als Abschluss kann ich ja noch dazu sagen, ich kann die RC, also wenn man eine Supersportler möchte, die muss man echt mal Probe fahren. Die darf man nicht vorne weglassen, die darf man nicht ausschließen. Fahrt die mal, hockt euch drauf, fahrt ein paar Meter und ihr werdet begeistert sein. Das war's für diesem Video. Danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und tschüss. Das hätte ich nicht gedacht, das ist bis jetzt die bequemste RC gewesen, die bequemste Supersportler, die ich bis jetzt gefahren bin. Ohne Witz, die ist voll geil. Da bist du durch!